Dann wünsche ich allen einen guten Nachmittag, guten Abend. Vienna Humanities Festival 2022, endlich wieder nach 2 Jahren Pause. Wir freuen uns, dass es weitergeht. Und ich freue mich ganz besonders, dass das Vienna Humanities Festival 2022 mit Lea Ippi stattfindet. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Lea Ippi hat einen, ich sage jetzt ganz bewusst, auch einen Brotberuf. In diesem Brotberuf ist sie Professorin für politische Theorie an der London School of Economics. Warum betone ich das so? Weil sie vor einem Jahr ein Buch herausgebracht hat, das einerseits thematisch ganz bei dem Akademischen bleibt, was sie auch sonst macht, das aber in seiner Form und in der Weise, wie es geschrieben ist, dieses Akademische überstiegen hat und ein Buch ist, das ein großartiger Erfolg, weltweiter Erfolg geworden ist. Ich habe hier die englische Ausgabe, Free, Coming of Age at the End of History. Die deutsche Ausgabe mit dem gleichen Titelbild, aber ein bisschen voluminöser, muss ja auf Deutsch immer ein bisschen voluminöser sein, Erwachsenwerden am Ende der Geschichte. Ich kann gleich zu Beginn sagen, bevor das nachher vergessen wird, ich habe auch schon, einige von Ihnen haben mich schon gefragt, Lea Ippi wird im Anschluss an das Gespräch noch hier sein. Ich nehme an, einige von Ihnen haben das Buch schon gelesen und ist dabei. Und Lea Ippi wird im Anschluss an unser Gespräch draußen an dem Stehtisch sein. Sie wird dort signieren. Es gibt das Buch übrigens auch draußen zu kaufen. Das ist aber keine Verkaufsveranstaltung. Ich will das nicht bewerben. Ich sage nur, dass Lea Ippi da ist und signieren wird. In ihrer Tätigkeit als Professorin und als Forscherin interessiert sie sich besonders für die Philosophie der Aufklärung. Ich glaube, der wichtigste Name, darf man sagen, in ihrer bisherigen Forschung ist Immanuel Kant. Sie hat auch im Jahr 2021, Lea, wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht. Auch im Jahr 2021 ein Buch herausgegeben, ein klassisch akademisches Buch, The Architectonic of Reason. Purposeness and Systematic Unity in Kant's Critique of Pure Reason. Ein Buch, in dem es um die drei großen kantischen Fragen geht. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Die sich bekanntlich in die eine Frage, was ist der Mensch, dann zusammenführen lassen. Also dieses Buch hat sie geschrieben, ein klassisch akademisches Buch, im selben Jahr, in dem auch dieses Buch Free Coming of Age at the End of History herausgekommen ist. Sie hat außerdem ein Buch, das zeigt ein bisschen ihre thematische Breite, ein Buch über Kant and Colonialism herausgegeben. Und neben Kant ist das zweite große Forschungsgebiet ist Marxismus. Und wenn ich das sage, Kant und der wichtige Begriff der Freiheit bei Kant und Marxismus, dann sind wir eigentlich schon bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Thematisch ist dieses Buch, geht es genau um das, was sie auch akademisch immer gemacht hat, aber sie hat eine ganz andere Darreichungsform gefunden. Wir haben vereinbart mit Lea, dass wir heute, und das möchte ich am Anfang auch sagen, das ist, ich finde, das ist ein großartige Geste von ihr. Sie hat gesagt, sie hat eigentlich noch nie so eine Diskussion auf Deutsch geführt. Wir haben das jetzt für das Humanities Festival diesen Schritt gewagt. Wir werden das Gespräch auf Deutsch führen. For all English speakers here, you're obviously welcome afterwards to have your questions in English, and Lea will be very happy to have your questions in English and also to answer in English. Aber unser Gespräch werden wir versuchen, größtenteils in Deutsch zu machen. Ich nehme an, die meisten von Ihnen, die hier sind, oder viele von Ihnen werden das Buch schon kennen, werden es vielleicht gelesen haben oder ansatzweise gelesen haben. Viele sind vielleicht einfach da, weil sie neugierig sind. Und wir haben als Einstieg für dieses Gespräch uns entschieden, dass Lea Ippi die ersten 2,5 Seiten aus diesem Buch lesen wird. Das erlaubt ihr, ein bisschen in die Sprache reinzukommen, in das Deutsche, das sie sonst nicht alltäglich spricht. Und das erlaubt Ihnen auch, sozusagen sich diesem Buch anzunähern, falls Sie es noch nicht kennen. Wir beginnen damit, und das ist einem besonderen Herrscher gewidmet. Das erste Kapitel heißt Stalin. Bitte, Lea. Okay, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich nie gefragt, was Freiheit bedeutet. Nicht bis zu dem Tag, als ich Stalin umarmte. Aus der Nähe wirkte er viel größer als erwartet. Unsere Lehrerin Nora hatte uns erzählt, Imperialisten und Revisionisten stellten Stalin gern als kleinen Mann dar.
Doch tatsächlich sei er nicht so klein gewesen wie Ludwig der 14., über dessen Körpergröße seltsamerweise niemand ihr redete. Jedenfalls, fügte sie ernst hinzu, sei es ein typisch imperialistischer Fehler, sich auch auf Äußerlichkeiten zu konzentrieren, statt auf das, was wirklich zählt. Stalin war ein Riese und sein Erbe weitaus wichtiger als seine Statur. Was Stalin so besonders machte, fuhr Nora fort, war seine Fähigkeit, mit den Augen zu lächeln. Ist das zu glauben? Mit den Augen lächeln? Es lag daran, dass sein freundlicher Schnurrbart die Lippen verdeckte. Und wer nur auf die Lippen achtete, würde niemals erkennen, ob Stalin gerade lächelte oder etwas anderes tat. Doch es genügte ein Blick in seinen Augen, stechend, intelligent und braun, und man wusste Bescheid. Stalin lächelte. Manche Leute schaffen es nicht, anderen in die Augen zu sehen. Offensichtlich hatten sie etwas zu verbergen. Stalin hingegen sah einen unverwandt an, und falls ihm danach war und man sich gut benommen hatte, lächelten seine Augen. Meistens trug er einen unscheinbaren Mantel und schlichte braune Schuhe. Außerdem schob er sich auf die rechte Hand und das linke Revers, wie um sich auf Herz zu legen. Die andere Hand ließ er oft in der Tasche. In der Tasche? Fragten wir. Ist es denn nicht unhöflich, mit der Hand in der Tasche herumzulaufen? Die Erwachsenen sagen uns immer, wir sollen die Hände aus den Taschen nehmen. Nun ja, sagte Nora. In der Sowjetunion ist er kalt. Außerdem, fügte sie hinzu, hatte Napoleon auch immer eine Hand in der Tasche und da hat keiner behauptet, es wäre unhöflich. Nicht in der Tasche, sagte ich schüttelnd. In seiner Weste. Zu seiner Zeit galt das als Zeichen für eine gute Erziehung. Lehrerin Nora ignorierte mich und wartete auf die nächste Frage. Und er war klein, ergänzte ich. Woher willst du das wissen? Meine Großmutter hat mir erzählt. Was genau hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Napoleon war klein. Aber als Marxes Lehrer Hangel oder Hegel, ich weiß es nicht mehr, ihn gesehen hat, sagte er, man könnte den Weltgeist auf einem Pferd stehen sehen. Hangel, korrigierte sie mich. Und Hangel hatte recht. Napoleon hat Europa verändert. Er war ein Wegbereiter der Aufklärung und ein großer Mann. Aber nicht so groß wie Stalin. Hätte Marxes Lehrer Hangel Stalin dort stehen sehen, natürlich nicht auf einem Pferd, aber vielleicht auf einem Panzer, hätte er ebenfalls von Weltgeist gesprochen. Stalin war eine wichtige Inspiration für viele Menschen, nicht nur in Europa, sondern auch für Millionen unserer Brüder und Schwestern in Asien und Afrika. Hat Stalin Kinder geliebt? Fragten wir. Natürlich. Mehr als Lenin? Ungefähr genauso. Aber seine Feinde haben immer versucht, das zu verheimlichen. Sie wollten Stalin schlechter als Lenin aussehen lassen, weil er stärker und für sie viel, viel gefährlicher war. Lenin hat Russland verändert, Stalin die ganze Welt. Aus diesem Grund würde die Tatsache, dass Stalin Kinder ebenso sehr geliebt hat wie Lenin, nie offiziell festgestellt. Hat Stalin Kinder so geliebt wie Onkel Enver? Lehrerin Nora zögerte. Noch mehr? Ihr wisst die Antwort, sagte sie mit einem warmen Lächeln. Danke, Lea. Ich glaube, das war auch insofern eindrucksvoll, als es Ihnen, die vielleicht noch nicht das Buch gelesen haben, zeigt, wie in diesem erzählenden Ton wirklich die großen Fragen dieser Zeit
aufgeworfen werden, die philosophischen Fragen, die auch dahinter stehen, mitbehandelt werden. Den Titel Freiheit haben wir ja schon auf dem Cover mitgegeben. Das ist das große Thema des Buches. Weite Passagen dieses Buches sind geschrieben aus der Perspektive der 10-, 11-jährigen Lea. Also das Jahr 1990 spielt eine besondere Rolle. Aber spätere Passagen des Buches auch, gehen auch in die Jahre, in die 90er Jahre dann hinein. 97 spielt dann wieder eine ganz große Rolle, der albanische Bürgerkrieg. Also das ist eine Erzählung dieser Zeit, Coming of Age, das Erwachsenwerden in diesem Zeitalter. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben mit Stalin, das ist das erste Kapitel, geht noch auf eine ganz wunderbare Weise weiter. Von der Bronzestatue war ja schon die Rede, die kleine Lea wird dann laufen, um diese Bronzestatue zu umarmen, die Füße Stalins zu umarmen, um dann nach oben zu schauen und zu sehen, dass diese Statue keinen Kopf mehr hat. Wunderbares, schönes Bild dafür, wie das mit den Ideologien überhaupt, vielleicht mit dieser Ideologie insbesondere, ist die Kopflosigkeit der Ideologien und natürlich auch ein Bild für diese Zeit des Übergangs in Albanien. Im Buch geht es immer um die bösen Hooligans, die auf der Straße sind und demonstrieren und alles zerstören, und die haben auch den guten Stalin zerstört. Das ist das Ende dieses ersten Kapitels. Lea, ich möchte beginnen mit einer anderen Frage, die sich auch auf dieses Jahr 1990 bezieht. Insieme, sempre più liberi noi, sempre più uniti noi. Insieme, unite, unite Europe. Sie werden das alle erkannt haben. Das ist der Eurovision Song Contest 1990. Toto Cutugno hat dieses Lied gesungen. Die Erzählung in dem Buch berichtet davon, wie die 10-, 11-jährige Lea fasziniert ist von diesem Lied, Gewinner des Eurovision Song Contest. Auf diese große Begeisterung für diesen Song folgt dann aber eine Ernüchterung, eine Täuschung und Enttäuschung über dieses Lied. Angeblich geht es um Freiheit und angeblich geht es um Einheit. Die Freiheit, die da verkündet wird, liberi noi, frei sind wir, wird sich ja bald herausstellen als eine Freiheit, die viel mit Reichtum, mit unverschämtem Reichtum, mit Armut auf der anderen Seite zu tun hat, die viel mit Korruption zu tun hat, die besonders im Fall Albaniens enorm viel mit Migration und mit Verlassen des Landes zu tun hat, die viel mit Kriminalität zu tun hat. Das ist diese Freiheit, von der sie träumt und die sich plötzlich als was ganz anderes herausstellt. Aber in diesem Lied ist noch etwas anderes. Unite, unite Europe, wird dort gesagt. Und das zweite Missverständnis, das erste Missverständnis ist diese Art von Freiheit, die dann ein anderes. Das zweite Missverständnis ist das, eine Hoffnung auf Europa und ein vereintes Europa. Und die Ernüchterung hier ist eine, irgendwann festzustellen, dieses Europa ist eigentlich nur die EU. Und tatsächlich, was mit diesem Lied gemeint ist, das Lied feiert den Vertrag von Maastricht, so banal, mit diesen Worten. Lea, vielleicht magst du dazu etwas sagen. Ja, ich glaube, es geht um zwei Enttäuschungen, die zusammenhängen, weil Europa war so das Mittel, um eine freie Gesellschaft zu erreichen. Ich glaube nicht, es gab einen bestimmten Moment, in dem man sagen kann, dass dies Moment der Erkenntnis der Wahrheit Freiheit war. Also die relevante Zeitraum sind die ganze 90er Jahre, der Moment nach dem Fall der Mauer und der Wende in Osteuropa. Und für mich und ich glaube für uns alle war so wie eine Ausfahrt, auch so wie etwas, eine platonische Hölle, in denen man erkennt, dass sich alles, was man über die Welt glaubt und weiß, als große Lüge herausstellt. Und also ich dachte in Albanien als Kind, dass ich wohnte in dem freiesten Land der Welt. Und dann es stellt sich heraus, dass in diesem Welt, das ist eine Welt der Schatten, so wie in der platonischen Höhle, dass die Wahrheit irgendwo anders liegt. Aber die gewonnene Freiheit, ich glaube, war auch eine Enttäuschung. Und vieles in meinem Buch geht und handelt von der Unterscheidung zwischen diese,
zwei Begriffe, also Freiheit einer Seite und Ideologie anderer Seite in verschiedenen Systemen. Es ist ein Versuch in Frage zu stellen, Kategorien, die wir immer so wie selbstverständlich halten. Freiheit präsentiert sich manchmal wie ein Ideal, manchmal wie ein Versprechen, manchmal wie eine Enttäuschung, manchmal wie eine Lüge und meistens würde ich sagen als eine Enttäuschung. Ich glaube, weil für uns allen das Problem der Freiheit war, wie die ganze Europa sein. Also wie kann man wie die ganze Europa bekommen? Wie kann man einfach Dinge wie der Rest von Europa machen? Und daran haben wir, glaube ich, nicht gedacht, dass Europa selbst in einer Krise war und ist. Sehr oft diese europäischen Gesellschaften waren auch ungleiche Gesellschaften, ausgrenzende Gesellschaften, die ihren Reichtum oft aus Bedeutung oder Manipulation oder so auf andere Teile der Welt. Aber für uns war das, also wir hatten das gewusst während des Kommunismus, aber das war Teil des kommunistischen Propaganda. Und da wir kommunistische Propaganda hinter uns gelassen hatten, nahmen wir an, dass das war auch eine Lüge und dass Europa war ganz anders. Aber also das heißt, es gibt dieses Ideal der Freiheit, die ging Hand in Hand mit der Realität der langsamen Zerfalls von Gesellschaften in Osteuropa, also Arbeitslosigkeit, wie Sie gesagt haben, Kriminalität und Sexhandel, Drogenepidemien, eine Emigrationswelle, die ganze Familien zerstört hat und gepaart auch mit Rassismus in Westeuropa. Aber wir haben dies nicht als Fall einer systemischen Krise betrachtet, weil die neue Ideologie war, dass jetzt das Individuum, die Einzelnen, sind immer verantwortlich. Und das heißt, wenn es ein Problem gab, die Individuen, also der Bürger, mussten dafür verantwortlich sein. Das ist kein Systemsproblem, das Staat macht keine Sorge. Und ich glaube, das war das Schwierigste zu verstehen, dass die sind keine individuelle Tragödien oder keine individuelle Katastrophen, aber es gab ein systemisches Problem. Und ich glaube, dass die Ideologie war, dass dieser Übergang, im Kommunismus war das ein Übergang von Sozialismus zum Kommunismus. Und jetzt, es gab eine andere Ideologie, und das nämlich, das ist Failed States. Aber jetzt haben wir hier diese neue liberale Gesellschaften. Ja. Was das Buch ja auch sehr eindrucksvoll beschreibt, ist, wie sich eigentlich in weniger als einem Jahr ein kompletter Wandel innerhalb dieser Idee der europäischen Solidarität vollzieht. Anfangs sind die Albaner, die meistens nach Italien fahren mit den Schiffen, in Italien willkommen. Das ist was Exotisches. Es erinnert in vielen Teilen an Muster, die wir jetzt auch bei der Flüchtlingen aus der Ukraine wieder gesehen haben. Am Anfang gibt es eine große Sympathie- und Willkommenswelle. Und schon nach einem halben Jahr ist die Situation eine ganz andere. Albaner, die nach Italien kommen, werden interniert und werden wieder auf den Schiffen wieder zurückgeschickt nach Albanien. Also dieser Verlust von europäischer Solidarität, der sich in dieser ganz kurzen Zeit andeutet und der eigentlich, und ich nehme an, das ist auch ein Grund, dieses Buch 2021 zu veröffentlichen, der sich bis heute nicht geändert hat. Mhm. Es gibt keine konkrete, würde ich sagen, keine konkrete Beitrittsperspektive zum Beispiel für Albanien, selbst heute nicht. Genau, und das hat auch dort dann viel mit Freiheit zu tun, weil die Ideologie war, dass wie die Bürger in diese gegrenzten Staaten, also Albanien war total geschlossen während Kommunismus und man würde erschossen werden, wenn man, also man konnte nicht die Stadt verlassen. Und Freiheit bedeutete, man kann jetzt reisen. Und 1990, die Albanien konnten plötzlich alle reisen und sind eingereist. Und dann, was haben sie gefunden? Bis 1990, die waren Helden und Dissidenten und die
könnte diese Wahrheit von dieser kommunistischen Gesellschaft an alle erzählen. Und dann plötzlich, die kommunistischen Gesellschaften waren noch nicht mehr da. Und die Albanien und die Osteuropäer waren einfach ökonomische Migranten. Und ja, und sie haben sich selbst gefunden in dieser Lage und isoliert und in Refugee Camps und so. Ich habe mit dem Italienischen begonnen, noch aus einem anderen Grund. Als Toto Cutugno dieses Lied beim Eurovision Song Contest singt, sitzt die 11-jährige Lea zu Hause und macht einen Sprachkurs im Fernsehen, Fremdsprachen zu Hause, und lernt Italienisch. Dieses Italienischlernen ist der Anfang für sie einer langen Beschäftigung und einer Auseinandersetzung mit Italien. Sie haben in Rom studiert, Philosophie, Journalismus, Literatur auch. Später dann in Fiesole den PhD gemacht, also eine lange Zeit in Italien verbracht. Und neben dem, was wir schon besprochen haben, diese Auseinandersetzung mit der Freiheit, der Titel für heute ist ja Freiheit im Übergang, wir haben das im Vorfeld besprochen, wie sollen wir das betiteln? Freiheit im Übergang, die aber dann sich als nicht als Übergang zur Freiheit herausstellt. Ich glaube, das ist eine Kurzfassung dieses Buches. Aber eine andere Linie ist natürlich die kritische Auseinandersetzung mit dem Marxismus. Eine ganz wichtige Triebfeder, dieses Buch zu schreiben, ist eigentlich der Mutter zu erklären, wie man sich weiter noch mit Marxismus beschäftigen kann. Wofür hat denn der Großvater 15 Jahre im Gefängnis gesessen, wenn jetzt die Enkelin wieder beginnt, sich mit Marxismus zu beschäftigen? Und im Zuge dessen, dieser Auseinandersetzung mit dem Marxismus, geht es natürlich auch immer wieder um eine kritische Bestandsaufnahme der Linken. Und ein wichtiger Teil ist die westeuropäische Linke. Und da geht es gerade um Italien. Das wird im Buch sehr eindrucksvoll beschrieben. Diese komplett verschiedenen Perspektiven, die Sie als jemand, der aus Albanien kommt, mitgebracht hat, und mit den westeuropäischen Linken, die das ganz anders sehen. Vielleicht können Sie. Also ja, für mich, ich sehe diese Reaktionen der westlichen Linke als symptomatisch für eine, man kann es Paternalismus nennen, also eine paternalistische Tendenz, die wir, ich glaube, in viele linken oder liberalen Interpretationen der Politik kleinere Länder finden. Also die Tendenz ist immer von der Linken und Liberalen auch wie eine Art so moralischer Befreier zu verhalten. Und die Menschen im Westen glauben am meisten, die würden andere Menschen in andere Länder befreien. Und das war genauso auch mit diesen westlichen Marxisten, dass die Tendenz war zu sagen, also was ihr in Albanien und Osteuropa hattet, das war wirklich nicht Marxismus. Wir wissen besser, was Sozialismus ist und was Marxismus ist, und jetzt wir erklären das. Und das ist offensichtlich falsch, weil ich denke, dass Menschen in kleinen Ländern viel mehr über große Länder können als umgekehrt. Also ich habe eine kleine Anekdote dafür. Ich hatte während Kommunismus einen Cousin in Albanien, der war nie aus Albanien, also hatte nie Albanien verlassen. Er war immer in Albanien, weil Kommunismus konnte man nicht reisen. Aber irgendwie liebte italienische Kultur und Filme und so. Und einmal hat er gesagt, ich war danach in Rom und habe studiert, und er hat gesagt, er war noch nie in Rom gegangen, und er hat gesagt, bist du in Rom gegangen? Also wenn du in Piazza del Popolo bist und dann gehst links, dann findest du Via del Corso, und dann am Ende des Via del Corso findest du Piazza del Popolo, und alles so, und man könnte glauben, dass er war da und hat immer dort gewohnt und wüsste alles, weil er hatte darüber gelesen, hatte sehr Filme geguckt, viel Bücher und so. Und ich glaube, das ist sehr interessant, weil in kleinen Ländern, die je mehr isoliert sind, desto mehr die wollen wissen über größere Länder und die Geschichte kennen und die Politik kennen. Und deswegen für mich dieses Paternalismus war so interessant, weil und auch unplausibel, weil es bedeutete, dass es gibt so eine Art von Missverständnis
an was passiert in diesen Ländern und warum haben sie diese Geschichte und wie kann man von dieser Geschichte lernen und nicht einfach sagen, na, was ihr habt, das ist kein Sozialismus und jetzt zeigen wir, wie wirklicher Sozialismus. Und ich glaube, das ist immer der Fall, also jetzt auch mit Politik und mit auch liberalen Politik, man findet das so, dass kleine Länder, es gibt eine Katastrophe und dann alle sind Experten. Und alle wissen alles über Geschichte, über Politik, über Transformationen und so, und was diese Gesellschaften brauchen und so. Und dann gehen und haben Vorlesungen und oft moralische Vorlesungen. Also, und das war, was ich wollte zeigen, dass es gibt vielleicht eine andere Weise von Verständnis und man kann auch die Geschichte von diesen Ländern, von Osteuropa, von Albanien und so, sehen wie so ein Lernprozess und man kann vielleicht lernen auch von diesen zum Beispiel Dissidentenbewegungen in der 80er Jahre in sozialistischen Gesellschaften, die ich glaube keine, also sie waren sehr kritisch an Staatssozialismus, aber das bedeutete nicht, dass sie wollten Free Market Capitalism, also Neoliberalismus und so. Und man könnte das lernen, aber das Problem ist, dass die Linke hat dafür nichts gelernt, weil die glaubten, dass die schon wissen, was diese Länder brauchen. Ja, ich komme noch einmal zurück auf diesen zentralen Begriff Freiheit, frei sein, was das bedeutet. Sie haben das gerade auch im Gespräch schon gesagt, sehr eindringlich, diese Überzeugung des Kindes, im freiesten Land der Welt zu leben. Dieses wirklich Glück, also eine ganz glückliche Kindheit in vielen Bereichen, würde ich sagen, was dann die Schattenseiten ist, das Dunkle, das kommt dann später auch, darüber sprechen wir jetzt aber nicht. Also diese Überzeugung im freiesten Land der Welt, nachher stellt es sich heraus als ein Freiluftgefängnis, ein großes, großes Freiluftgefängnis. Mit 1990 verändert sich alles fundamental. Alle Zutaten für Freiheit sind da, aber trotzdem funktioniert das nicht richtig. Und ich lese jetzt zwei Sätze vor, ich finde sehr eindrückliche Sätze, sehr tolle Beschreibung, wie das Gefühl zur Freiheit sich nach 1990 darstellt. Nur ein Wort blieb übrig, Freiheit. Es kam in jeder Fernsehansprache vor, aber als die Freiheit endlich kam, war sie wie ein gefroren serviertes Gericht. Wir kauten wenig, schluckten hastig und wurden nicht satt. Einige fragten sich, ob man uns mit Resten abfertigen wollte. Andere meinten, das sei nur die kalte Vorspeise. Finde ich wunderschöne Beschreibung, auch in diesem poetischen Charakter, den es hat. Meine ganz einfache Frage, und ich glaube, das steht ein bisschen auch das ist nicht das eigentliche Thema, es steht ein bisschen am Horizont dieses Buches. Was wäre denn die echte Freiheit, die richtige Freiheit, die Freiheit, die nicht nach Tiefkühlpizza schmeckt? Ich werde die Freiheit, die wirkliche Freiheit, nicht definieren, weil ich denke, wenn wir Freiheit für die anderen definieren, dann wollen sie wir nicht wirklich. Also ich glaube, dass wenn die Leute sagen, dass Freiheit sieht so und so und bedeutet das wirklich, was ich wirklich sage, ist, du musst tun, was ich sage. Mhm. Also ich finde, dass für mich Freiheit ist, was im Prozess der Suche nach Freiheit wir finden. Und das ist für mich, was wir verstehen, wenn wir eine moralische Entscheidung treffen müssen und uns sagen, also das scheint notwendig und hat was mit Kant zu tun. Das sieht notwendig und dass die Welt ist, wie sie ist, aber könnte es auch anders sein und könnte ich was anders machen? Und ich glaube, dort haben wir so wie eine moralische Intuition oder Instinkt, und Kant nannte es den kategorischen Imperativ, und da wissen wir, dass wir haben eine innere Freiheit, die nie weggehen kann. Und das ist eine... wie gesagt, also eine Dimension der Freiheit, wobei es gibt viele verschiedene gesellschaftliche Interpretationen, was Freiheit ist, aber die
alle sind an dieser moralischen Freiheit gegründet. Und was ich gemacht habe in der Buch, ich wollte nicht Freiheit definieren und ich wollte ein nicht akademisches Buch schreiben und ich wollte nicht so wie eine politische Philosophin einfach erklären, also das ist jetzt Freiheit, das ist kritische Freiheit, das ist moralische Freiheit, das ist äußere Freiheit. Ich wollte einen Dialog rekonstruieren zwischen verschiedenen Perspektiven und in dem Buch gibt es viele Perspektiven nach Freiheit. Also meine Mutter hat eine klassische, liberale, negative Freiheitsperspektive. Sie glaubt einfach, man Freiheit ist, wenn niemand sagt, was du tust das und du ziehst das und du sagst das. Und das ist einfach die Freiheit, die sie bekommen hat nach der Wende. Und mein Vater hat eine andere Interpretation, das ist eine positive Verständnis von Freiheit, das heißt, man kann nicht wirklich frei sein, wenn man zum Beispiel keine Arbeit hat und man muss auch Möglichkeiten zum Entwickeln haben. Und dann gibt es, was ich finde philosophisch mehr interessant ist, meine Großmutters Perspektive nach Freiheit und das ist diese moralische Freiheit. Und sie war sehr interessant, weil sie hatte ein wirklich schwieriges Leben, aber sie hatte immer gesagt, als ich sie gefragt hatte, also was heißt das, wie kannst du das alles erklären, dich erklären? Und sie hat immer gesagt, dass ich bin immer frei und das war so wie ein bisschen diese stoische Freiheit, wo man der Sklave ist. Ist immer frei, weil es gibt immer innere Freiheit. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wirklich, weil wenn wir an diese moralische Freiheit glauben, dann gibt es eine Perspektive, kritisch zu unserer Gesellschaft zu sein. Und dann können wir die Sachen mit einer kritischen Augen sehen. Und dann können wir, glaube ich, auch besser Unterschieden zwischen Freiheit und Ideologie zum Beispiel. Also wenn man sagt, jetzt das ist Freiheit, man kann aus dieser moralischen Perspektive sagen, ich glaube, das ist nicht wirklich Freiheit, weil das ist keine moralische Dimension hat. Eine ganz wichtige Perspektive dieses Buches für mich besteht auch darin, dass ich hier die Familiengeschichte, wir lernen sehr die Familie Ipi kennen, eine bedeutende Familie Albaniens, dass sich hier Familiengeschichte mit der Geschichte dieses Landes auf sehr enge Weise verknüpft. Und das, was dann im Jahr 1990 geschieht, die Umarmung von Stalin und dann diese plötzliche Erschütterung, dass die Hooligans alles übernehmen, plötzlich verändert sich die komplette Weltsicht. Aber es ist nicht nur die Gesellschaft, die sich verändert, es ist nicht nur die politische Situation, die sich verändert, sondern als unmittelbaren Effekt bedeutet das auch einen enormen Einfluss auf die Familie. Mhm. Die Familie hat das Kind Lea bis dahin zu schützen versucht, indem sie einfach zu einer gute Pionierin, eine gute Sozialistin werden sollte und eben das Kind sollte von dieser Familiengeschichte nichts mitbekommen. Das war die beste Weise, sie zu schützen. In dem Moment, wo das politische System kollabiert, kollabiert damit aber auch die Familiengeschichte. Mhm. Jetzt kann man plötzlich über das reden, was wirklich war, die Illusionen zerbrechen und mit dem Kollaps des Systems geht eigentlich auch der Kollaps der Familie einher. Also eine doppelte Schwierigkeit und natürlich hat die Familie hat das aus Wohlwollen getan, es war gut gemeint, aber eine doppelte Schwierigkeit mit dieser Situation klarzukommen. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen? Vielleicht, ich glaube, das war auch eine ganz wichtige Motivation, dieses Buch zu schreiben, diese beiden Aspekte zusammenzubringen. Ja, und ich glaube für mich auch Philosophie zu studieren, weil das war ein Moment, wo man zwei Geschichten hat. Also die Geschichte von der Partei und der Staaten. Das heißt, ich dachte, dass ich wohnte in diesem freisten Land der Welt und war eine gute Bürgerin und ein guter Pionier und wollte, also ich glaubte an alles, was ich an der Schule gehört hatte. Und andererseits, es gab so Enigmen und Mysterien in meiner Familie und ich konnte das nicht gut verstanden, aber niemand hat das erklärt. Also das heißt, zum Beispiel meine Großmutter hat mir immer auf Französisch gesprochen und ich wüsste nicht warum, weil sie war nicht in Frankreich geboren, sie war
nie in Frankreich gewesen. Sie hat keine Cousinen in Frankreich. Und also das war total für mich, es hatte keinen Sinn. Ja. Und wenn ich fragte, während Kommunismus, warum soll ich immer Französisch sprechen? Meine Großmutter antwortete, aber du magst die Französische Revolution, oder? Und du liest gerne Hugo und du magst Cosette und mit Les Miserables und so weiter. Und das war nur in 1990, dass die einfach kamen und sagten, dass alles, was du geglaubt hast, ist falsch. Und jetzt, das ist, deswegen habe ich gesagt, es ist so wie eine platonische Hölle, weil sie haben gesagt, und jetzt, das ist die Wahrheit. Aber wenn man in einer Lüge wohnt, für so lange Zeit, ist es wirklich schwierig zu akzeptieren, dass jetzt, das ist die Wahrheit. Also das Moment des Verzweifeln geht nie, also kann nicht gehen. Also man einfach glaubt nicht mehr. Und das war die Schwierigkeit für mich, dass es gab diesen Skeptizismus über Ideologien und Geschichten und auch es gab immer diesen Unterschied zwischen die Realität, wie wir es sehen und wie es ist. Also das ist die philosophische Frage des Wesen und Erscheinungen, die kantianische Auffrage zwischen Wesen und Erscheinungen. Und für mich war das immer so, dass die Gesellschaft sah immer anders. Also ich wohnte in Albanien, jetzt war 1990 Liberalismus und Kapitalismus und das halt, es gab Emigration und Arbeitslosigkeit und so. Und, aber alle sagen, nein, jetzt das ist eine freie Stadt. Und man könnte sich fragen, aber wie ist das frei? Wie kann das Freiheit sein? Ja. Und das war auch für mich eine wichtige Motivation, zu Philosophie zu studieren. Ich habe jetzt noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich zu beteiligen mit Ihren Lektüre-Erfahrungen, mit Fragen zum Buch, gerne, wie gesagt, am Anfang auch gerne auch auf Englisch. And Leah, you're also free to answer from now on in English, if you prefer that, okay? Eine Frage habe ich noch zum Thema Migration. Ich glaube, dieses ist auch ein Thema über Flucht, Migration, über die Unmöglichkeit, weiter in einem Land leben, zu bleiben, das mit dieser sogenannten Freiheit, man muss ja mal sagen, mit dieser sogenannten Freiheit zunächst mal in einem großen Chaos versinkt. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ich habe schon erwähnt, immer wieder geht es in diesem Buch um die großen Schiffe, die nach Italien fahren, die überfüllt sind mit Tausenden von Leuten, die dann wieder zurückgeschickt werden. Aber viele schaffen es natürlich doch, viele bleiben im Land. Italien ist immer das große Zufluchtsland. Es geht unter anderem um die Geschichte einer Freundin der jungen Lea, die noch sehr jung ist, ich weiß nicht, 13 oder 14, in diesem Alter schon Albanien verlässt, Prostituierte in Italien wird. Später geht es um die Geschichte der eigenen Mutter, die Mathematiklehrerin ist, eine sehr kluge Frau in Italien dann putzt. Und wie sie selbst erklärt, damit gar nicht mal so unglücklich ist, angeblich, aber wer weiß schon, was daran Schutzbehauptung ist. Man macht sich das dann schön wahrscheinlich. Also es geht ganz viel auch um diese Schicksale. Meine Frage, weil das auch etwas ist, was man, glaube ich, nicht nur an Albanien sieht, sondern das Schicksal vieler Länder dieser Region und auch darüber hinaus. Was macht dieser Exodus mit den Gesellschaften? Wir hier nehmen das eher aus der anderen Perspektive wahr als die Leute, die ins Land kommen. Aber was bedeutet das für eine Gesellschaft wie Albanien, dieser Exodus? Also es gibt viele verschiedene Antworten. Soll ich auf Deutsch oder auf Englisch? Du möchtest. Ich versuche es und dann. Ja. Okay. Ja, ich glaube, ein Problem ist, dass das zerstört die soziale Fabrik, wenn man so das sagen kann. Das heißt, dass alle Familien haben jemanden, der im Ausland wohnt und die Kinder, es gibt so Eltern und Großeltern, die ohne Kinder sind und einfach, das ist eine geteilte Gesellschaft. Ja. Und andererseits, ich glaube, es gibt diese Illusion oder Perspektive, man glaubt, dass alles ist besser im Ausland. Und das heißt, weil so viel Emigration gibt. Und ich glaube auch, das Problem mit Emigranten ist, dass wenn sie dann Migranten sind, sie sagen kaum, was hier schlecht ist, weil es ist so ein Trauma. Man teilt es nicht. Also, weil du hast diese Geschichte, dass you self-made man
und dann man kommt in Westen und alles ist super und es ist wirklich schwierig, zurückzugehen und zu sagen, nein, das war wirklich schwierig, weil es ist so ein Trauma. Und ich habe, also zum Beispiel, wenn ich eine Studentin war in Italien, man hatte Rassismus und das war sehr schwierig in den 90er Jahren für Albanien in Italien und es gab Armut und ich musste arbeiten. Aber ich habe das nie gesagt, als ich in Albanien gereist bin, weil man sagt das einfach nicht, weil die anderen sind noch schlechter und weil es gibt so ein Belief, Credo, in Überzeugung, oder? Überzeugung, dass alles ist besser. Und, das, und ich glaube, das ist, was ist problematisch, dass die Leute dann sind überzeugt in Albanien, dass im Ausland die Welt ist besser und Europa ist diese große Versprochen. Dass, und dann ist das wirklich schwierig, weil keine kritische Perspektive entwickelt über Albanien und über auch Europa. Und es gibt immer diese Tendenz zu sagen, okay, jetzt, wenn die sagen, nicht, also wenn die, das Leben schlecht ist in Albanien, dann nicht einfach, ich muss emigrieren und ich muss rausgehen. Gut, das ist der Moment. Wir haben zwei Mikrofone, glaube ich. Bitte warten Sie, wer möchte. Dankeschön erstmal für das schöne Gespräch. Ich habe es total interessiert verfolgt, auch mit dem Gedanken, ich komme aus Deutschland. Bei uns gab es jetzt in den letzten Jahren vermehrt auch Autorinnen und Autoren, die sich mit DDR-Geschichte und deren Umbruchserfahrungen dort beschäftigt haben. Und deswegen würde es mich interessieren, inwiefern diese Beschäftigung mit dem Umbruch 1990 in Albanien Teil der öffentlichen Diskussion gerade ist. Und vielleicht auch, welche Rolle es spielt für junge Menschen, die die Zeit gar nicht selber miterlebt haben. Ja, ja, das ist eine ganz große, wichtige und auch sehr also emotional intensive Debatte, was mit der Vergangenheit zu tun und wie verstehen uns unsere Vergangenheit und so. Und es gibt immer eine Debatte, weil die Eliten, die in Kommunismus Eliten waren, waren noch Eliten auch in den 90er Jahren. Und so. Das heißt, es gab nie eine, wie sagt man, settling accounts with the past in Albanien. Und wenn man, also jetzt nach 30 Jahren, ist das wirklich schwierig, weil nach 30 Jahren, das ist politisch sehr, sehr wichtig und aber auch sehr schwierig, weil es gibt 30 Jahre in der Mitte. Das heißt, dass zum Beispiel wir haben diese Debatte über Sicherheitspolizei-Files und Öffnen von diesen Files und kommunistische, wer war ein Kommunisten und wer war ein Collaborator und so. Und das ist jetzt ein Objekt von Manipulation von politischen Eliten einfach. Es ist wirklich schwierig, eine objektive Debatte zu haben über Vergangenheit. Und die Leute, also die jungen Leute, ich glaube, ich habe gesehen mit meinem Buch, dass die jungen Leute waren immer neugierig und die wollten lesen, weil sie konnten auch sowas lesen über wie das Leben war im Kommunismus und was heißt zum Beispiel in der Schule zu gehen im Kommunismus und was heißt in der Schlange zu bleiben und so. Und mit anderen, mit älteren Leuten war das schwieriger. Weil es gab so wie ein Schuld und a sense of guilt for collaborating and for having contributed to keeping this society together for so long. Und and this is basically what made the discussion very, very difficult and very and still makes it very difficult. Ja, ich wollte auch nochmal sagen, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich wollte das nochmal aufgreifen, was Sie gerade eben gesagt haben zu der Vergangenheitsaufarbeitung oder der mangelnden Aufarbeitung der Vergangenheit. Ich habe ein paar Jahre in Albanien auch gelebt und mein Eindruck ist eigentlich, dass die Diktatur ist in so vielen gesellschaftlichen Bereichen noch so präsent in den Köpfen, also und zwar auch erstaunlicherweise in den Köpfen von Leuten, die nach der Diktatur geboren wurden, weil viele Politiker immer noch im Amt sind, die aus der Diktatur kommen, weil Schulbücher nicht über die Diktatur reden und so weiter. Deshalb wäre meine Frage oder mein Eindruck ist eigentlich,
die Albaner, die lernen eigentlich gar nicht Freiheit. Die lernen es nicht in der Schule. Die lernen eigentlich immer noch aufzuwachsen in Mentalitäten aus der Diktatur, wenn ich das mal überspitzt formuliere. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so erleben, aber das wäre meine Frage, wie Sie... Ja, also ich glaube, dass man lernt Freiheit, wenn man versucht, die Wahrheit sozusagen. Und das Problem, ich glaube, mit der Wende war auch, dass es gab dieses sehr starke ideologische System und dann ist das über Nacht weggegangen und dann ein anderes ideologisches System ist gekommen. Und die Leute hatten keine Begriffe, das zu überarbeiten und um zu verstehen, was ist passiert. Also plötzlich, es gab der Partei, aber dann gab es keine Partei, das war Zivilgesellschaft. Und der Staat war verantwortlich für alle und jetzt ist das Individuals. Und das, ich habe diese Übergang, einfach Übergang in Begriffe, auch, das war sehr wichtig, aber die Leute hatten keine Zeit, das zu üben, einfach. Und das war sehr, sehr schwierig und ist noch schwierig. Das heißt, dass wenn man keine, also wenn man Freiheit nie geübt hat, kann man nicht frei sein. Und ich finde, dass das Problem jetzt mit all dieser Gesellschaft ist, dass mit all diesen Gesellschaften ist, dass die müssen alle lernen, dass niemand kann Freiheit geben. Es kann nicht Kapitalismus, kann nicht Sozialismus, nicht Zivilgesellschaft, nicht die Europäische Union. Also jetzt die Europäische Union zum Beispiel in Albanien ist so wie ein Messias. Wenn wir in der Europäischen Union werden, dann alle Probleme werden gelöst sein. Und ich finde, das ist auch sehr dogmatisch und sehr problematisch. Und natürlich, es gibt keine Freiheit auch in der Europäischen Union, weil die Europäische Union hat so viele Probleme und hat Integrationsprobleme, Repräsentationsprobleme. Also die Linke in Europa ist kaputt, finde ich. Und, aber das versteht man nicht, wenn man von außen hingeht. Und dann, was passiert ist, die sind alle Teil Europas, wie die Ungarn und Polen und so. Und dann plötzlich sagen sie, ach, aber das ist nicht so, wie wir dachten. Und jetzt ist es, gibt es diesen Antiliberalismus. Danke sehr. Ja, Sie geben das Stichwort. Also Albanien ist, und einige andere Staaten, aber in diesem Fall Albanien, ist also in dieser Freiheit dann angekommen und verharrt dort im Vorhof der Europäischen Union jetzt schon eine Weile und ist nicht in diesen Jahren, frage es jetzt anders, welche Vorstellung ist Ihnen und vielleicht Gleichgesinnten in Ihrem Herkunftsland inzwischen gekommen, dessen, was es stattdessen braucht? Die Europäische Union ist möglicherweise eben nicht das Ziel oder zumindest nicht zielführend. Haben Sie eine Vorstellung und gibt es überhaupt so eine Vorstellung, eine Alternative dazu, zu dem, was wir kennen als Europäische Union? Nein, ich glaube an die Europäische Union, aber ich glaube an eine reformierte Europäische Union, wo die westlichen Staaten und die östlichen Staaten zusammenarbeiten, um die Union zu reformieren. Und das Problem, das ich jetzt finde in der Europäischen Union, ist, dass es gibt diese westlichen Staaten, die halten sich so in diese paternalistische Weise, die ich früher beschrieben habe. Das heißt, sie sagen zum Beispiel mit Conditionalities und so, mit European Union Enlargement, was sie machen, sie gehen mit einer Checkliste in den Balkan oder in Osteuropa und sagen jetzt Checklist, Civil Society, Freedom of Expression, Minority Treatment, Civil Rights, bla bla bla. Und wenn Freiheit eine Checkliste ist, das ist gar keine Freiheit und die Leute lernen Freiheit nie. Und ich glaube, dass, also ich glaube an die Europäische Union, weil ich glaube, dass in unserer Welt jetzt, es gibt keine Alternative. Wir müssen transnationale Integration haben, wobei politische Integration und ein neues politisch-ökonomisches Modell zusammengehen. Und das Problem mit der Europäischen Union ist, dass es gibt kein Projekt in der Europäischen Union zwischen den Mitgliedstaaten, aber die
Kandidaten, also in der Balkan oder so, glauben, dass die Europäische Union haben alles gelöst. Und das Problem ist, mit der Europäischen Union, ich sehe keine Alternative, aber ich würde sagen, dass die Alternative ist auch nicht die Europäische Union, die wir jetzt haben. Das heißt, wir brauchen eine Europäische Union, die funktioniert ganz anders. Und wobei die Erfahrungen von diesen osteuropäischen Ländern, von der Balkan und so, werden integrieren in a way that values them, in a way that learns from their history and from their experiences, rather than saying, as we just said, your history is irrelevant and now we give you the model to go forward. Es gab noch eine Frage hier vorne. Vielleicht nehmen wir die beiden zusammen. Es gibt's noch. Sie hatten sich auch gemeldet, oder? Ja. I'll take the opportunity to ask in English. Actually, the way you frame this as sort of the paternalismus, sort of the parents' child, or the, you talked before about the small countries and the big countries, it seems to me that it could also be framed as the periphery and the core. And this, and I wonder whether the experience of marginality has also been something that has perhaps even from the Soviet times and also now with the European times been an experience that is felt in Albania, that whether or not, for instance, with regards to the European Union, question is the core extends to Albania, but there is never a question of whether Albania includes Europe or sort of reversing this problematic hierarchy between periphery and core. Yeah. So I think one of the problems I see is that one thing is Europe as a cultural, geographical, and as a political ideal, and one thing is the European Union. And the European Union is a very small and flawed part of the ideal of Europe. The problem is, how do you bridge the gap between this ideal of Europe that we all have, or that the European, the East European countries also have, countries like Albania, the Balkans, and the institutions of the European Union. And one of the things that I wanted to do with my book in talking about everyday experiences under socialism was to try and write about the socialist period and the socialist experiences in a way that recognized the agency of people, even in a very oppressive society, and Albania was the most extreme example of oppression you can think of. Even in a totalitarian society, people still use their brains, people still think, and people still engage critically. So you don't have dissidents, you don't have open political dissidents, but listening to Toto Cutugno is an act of political resistance. And in these societies where everybody has agency, it's really important to value that agency. It's important from the point of view of the countries themselves, because they are often treated as though they have never had agency and they can't work things for themselves and they just need to be told how liberal societies work. And it's also important from the point of view of the outsiders, because otherwise it gives them a burden that they just cannot handle because they don't have the local knowledge. So it's for me, talking about this core-periphery relationship in a way that doesn't emphasize the experience of oppression, although it is an oppressive society, and although I think now Albania is still an oppressive society in many ways, it's important to realize that even in these oppressive societies, people have agency and they can exercise their will and they can make things happen and they can contribute to a discourse of political change in Europe that takes a wide form, in which everybody brings their experience of crisis management. I mean, these are societies that have been handling crises for centuries, and it's really important to know that there is a resource there for how to relate to crisis rather than see it as a burden, as in people don't know, not know what they're doing. So, eine letzte Frage schlage ich vor, bitte. Ja. Nein, ist eigentlich keine Frage, sondern mehr so eine Bemerkung. Also ich freue mich sehr, dass Sie diese Begriffe, dass Sie das jetzt erwähnt haben, also dieser Austausch der Begriffe. Also das war für mich das beglückendste Lektüre-Erlebnis sozusagen, weil ich mich mein Leben lang immer so von Begriffen beeindrucken habe lassen. Und das war so, das hat mir so gut gefallen, wie einfach Sie das dargestellt haben, wie einfach neue Begriffe da plötzlich da sind, die aber eigentlich genauso wenig bedeuten. Und also das hat, und Sie haben das so ganz klar mit sehr einfachen Worten ausgedrückt. Und das, also, hat mich sehr beeindruckt, wollte ich nur sagen.
Danke. Ich darf da noch was hinzufügen, es sei denn, du, ich darf noch was hinzufügen, auch was mich beeindruckt hat, dann stelle ich das jetzt so eher ans Ende. Es gibt ein ganz tolles Kapitel in diesem Buch, das heißt »Wie der Rest von Europa«. Ich weiß nicht, inwiefern das absichtlich ist, aber unser Kollege Ivan Krastev hat ja sehr über diese Imitation der osteuropäischen Länder geschrieben und das Thema sehr prominent gemacht. Vielleicht ein bisschen in Anlehnung daran. Und was man in diesem Kapitel lernen kann, wie der Rest von Europa, es ist wahnsinnig eindrucksvoll geschrieben. Und diese Imitation, die man sich von dem Rest Europas abschauen möchte, ist die, wie man auf schnelle Weise ganz, ganz viel Geld verdient. Mhm. Und man liest dieses Kapitel so mit einem, weiß ich nicht, mit einem Spannungsbogen, der höher und höher und höher wird. Und man denkt, das kann ja nicht gut gehen. Und dann wird es auf die Familiengeschichte zurückgespielt, der Vater und die Mutter, die unterschiedlicher Ansicht sind, ob das denn gut gehen kann, wo das denn alles herkommen kann, das Geld, wenn sich das alles innerhalb von wenigen Monaten verdoppeln soll und dann wieder verdoppeln soll. Also man ahnt schon, das kann nicht gut gehen. Und das ist das Kapitel, das hinführt auf dieses große Problem in Albanien, das, um das nochmal ans Ende zu stellen, eigentlich auch ein vergessenes Problem in Europa ist. Also ich gebe es ganz offen zu, ich weiß, ich habe das irgendwie mal erlebt, aber wer denkt heute noch, über den Krieg in Jugoslawien sprechen wir schon nochmal, ja? Aber Albanien und der Bürgerkrieg in Albanien ist fast vergessen. Und was dazu führte, dieses wahnsinnige Schneeballsystem, Pyramidensystem, ist auch, ich fand das sehr, sehr eindrucksvoll. Ich kann das einfach auch nochmal ans Ende stellen und ich finde, das ist auch eine Stärke dieses Buches, diese wirklich vergessenen Kapitel der Geschichte Europas in dem vielleicht am wenigsten beachteten oder einem der am wenigsten beachteten Länder Europas, das muss man einfach so sagen, objektiv, glaube ich, das fand ich sehr eindrucksvoll. Ich würde damit diese Sitzung und auch damit diesen ersten Tag des Humanities Festivals schließen. Ich danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Wir machen morgen schon weiter, das ist die gute Nachricht. Ich glaube, morgen um 11 geht es auch schon wieder weiter. Leisten Sie uns gerne morgen wieder Gesellschaft hier am gleichen Ort. Und heute Abend um 19 Uhr gibt es im Wiener Rathaus noch den Vortrag von Catherine Belton über Putins Roots in KGB. Dazu sind Sie auch alle herzlich eingeladen um 19 Uhr. Damit schließe ich und möchte Ihnen sehr danken, Lea Ippi. Danken überhaupt fürs Hiersein, fürs Dabeisein, aber ganz besonders für diese extra Anstrengung, auf Deutsch zu sprechen. Ich glaube, es ging gut, oder? Ich weiß nicht. Danke.